Was jetzt? Was? Was jetzt? Nix? Yo, Freunde, was geht ab? Ich bin bei den Erzählfreunden Bayerwald. Servus. Servus. Und heute haben wir ein ganz besonderes Projekt geplant. Und zwar habe ich hier einen neuen 3D-Drucker geschickt bekommen. Den Ender 5S1 von Creality. Den werden wir jetzt auspacken, aufbauen, antesten und wenn alles gut funktioniert, werden wir ein paar Sachen drucken. Was ganz Besonderes, ich glaube, das wird das allergeilste Teil, was ich bisher in meinem Leben gedruckt habe. Ihr habt es ja schon im Titel und Titelbild bestimmt schon gesehen. Ein Schneemobil. Liebe Grüße gehen raus an Creality und vielen Dank fürs Zusenden. Link ist wie immer unten in der Beschreibung. Also wir gucken erstmal, was sich in dem Karton befindet. Let's go! Ach halt, ich muss noch kurz einen Andreas ärgern. Also es... Hau auf! Hau auf! Du hast mir halt schon abgeschissen! Oh wow, Alter. Vielen Dank. Boah, das Messer ist ja schon stumpf, du. Also Messer musst du nächstes Mal selbst mitbringen. Sesam, öffne dich. Oh. Ja, Freunde, wir haben hier, oh geil, ein paar Sticker und halt die Anleitung. Hier haben wir noch weitere Hinweise. Und da haben wir halt den Drucker, der zusammengebaut werden muss. Dafür haue ich jetzt den Zeitraffer rein. Aber bevor ich den Zeitraffer reinhaue, haue ich Andreas nochmal. Oh, wo ist denn den hier auf einmal, ey? Ah. Ja, toll. Jetzt brauchst du auch nicht mehr schärfen. Paket ist schon offen. Wenn der YouTuber meckert, dann muss man was machen. Ja. Ganz einfach. Schaut euch das an, Freunde. Ey, halbe Stunde hat das gedauert, wenn überhaupt, den aufzubauen. Also der Aufbau, der war sehr einfach. Hier haben wir wieder auf dem Druckbett eine sehr schöne Unterlage. Und was auch noch wirklich sehr schön ist, die hat hier schon so Einkerbungen, sodass man die ganz leicht dann da einsetzen kann. Bei dem Ender 5S1 ist es so, dass hier das Druckbrett die ganze Zeit nach oben und unten fährt. Hier haben wir noch den Ender 3 stehen. Da ist es so, dass es vor und zurück fährt. Und der Vorteil bei dieser Variante ist es halt, dass er schneller drucken sollte. Also laut Produktinformation druckt er hier mit 250 mm die Sekunde und im Vergleich der Ender 3 mit 180 mm die Sekunde. Aber beim Ender 3 ist es in der Praxis auf jeden Fall weniger. Wie sich das hier auswirkt, werden wir noch herausfinden. Aber bevor wir das herausfinden können, müssen wir jetzt erstmal das Leveling machen. Das Leveling sollte der automatisch machen und da wird halt der Abstand zwischen dem Druckbrett und der Düse eingestellt. Ja, sodass er es halt dann erkennt, wenn er druckt. Richtig erkennt. Wir schalten den ein. Dann gehen wir hier auf Einstellungen. Sprache können wir ändern, habe ich gerade schon gemacht. Habe ich einfach auf Deutsch eingestellt. Hier, das hier ist das Leveling. Dann können wir hier auf Auto gehen. Und dann auf Start. Und dann sollte er auch schon beginnen. Jawohl, schaut euch das an. Jetzt geht's richtig los. Ja, wie ihr sehen könnt, der bewegt sich da halt und macht das automatisch. Sollte alles gut gehen. Ja, Andreas. Hä? Was haben wir heute gemacht? Wasser geholt und einen Offroad-Test mit einem Skoda Kodiaq. Ja, war nicht schlecht. Ja, schaut euch das an. Ist jetzt ganz hochgefahren hier und der tastet sich da halt langsam voran. Der freundet sich mit seinem neuen Druckbrett. Alter, das ist schon Zungenbrecher, ey. Druckbrett. Der freundet sich mit seinem neuen Druckbrett an. Das ist ein Druckbett. Da kann man drauf schlafen, ja? Ja, und drücken. Kann ich auch drücken? Jawohl, er ist fertig. Hat nur 3 Minuten ungefähr gedauert. Bevor wir jetzt den ersten Druck starten, machen wir jetzt nochmal schnell ein Firmware-Update. Da ist nämlich nicht die neueste Version drauf. Alter, um das Firmware-Update zu machen, müssen wir einfach den Deckel abnehmen. Das ist heftig. So sieht das Ganze dann aus und da müssen wir die Micro-SD-Karte reinschieben. Ja, halb so wild, ist eine Sache von 1-2 Minuten. Sobald man die Karte eingesteckt hat und der Drucker eingeschaltet ist, ja, läuft das Update hier. Man hat einen Bluescreen, aber das ist nichts Wildes, da
sieht man ja den Ladebalken. Muss man kurz abwarten. Okay, Freunde, jetzt sollte der Drucker endlich bereit sein. Wir machen jetzt unseren ersten Probedruck und dazu nehmen wir eine Datei, die mit auf dem Stick dabei war. Irgend so ein Boot. Das druckt eigentlich jeder als erstes mit dem Drucker, um halt zu gucken, ob alles in Ordnung ist und alles so funktioniert, wie es soll. Ich hau einfach den Zeitraffer rein und dann werden wir sehen, was passieren wird. Let's go! Im Großen und Ganzen, glaube ich, ist das Schiff schon ganz gut geworden, aber am Anfang hier auf dem Boden kann man es sehen, ja, da hat er nicht so gut angefangen zu drucken. Ist aber völlig normal, kann bei jedem 3D-Drucker passieren, deswegen machen wir das ja, also machen wir einen Probedruck, um eben zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Wäre schlimm, wenn wir jetzt irgendwas gedruckt hätten, was 10 Stunden dauert und dann wäre das halt nicht so perfekt, wie man sich das vorgestellt hat. Was denn los, Mann? Ein Schiff wird kommen. Also ja, mit dem Druck bin ich zufrieden, bis halt auf die Unterseite. Komischerweise kam es am Anfang auch einfach schwarz raus. Keine Ahnung warum. Vielleicht waren da irgendwelche Reste noch drin, weil eigentlich ist das ja weiß, wie ihr hier sehen könnt, die Rolle. Hier schenke ich dir. Damit kannst du eine Kreuzfahrtreise machen. Gibt es das auch ein 3S? Gibt es das ein 3S? Gut, Freunde, wir justieren nach und dann drucken wir noch ein Teil für das Schneemobil und dann werde ich euch das Schneemobil schon präsentieren. Um ganz genau zu sein, werden wir jetzt den Sitz des Schneemobils drucken. Na, dann hoffen wir mal, dass das funktioniert, damit dein Schneemobil morgen Sitz hat, hä? Ja, dass ich ihn verlieren kann. Okay, gute Nacht. They talking like they don't know a king when they see one. See him in person, he take it back like a refund. Ballin' with my brothers, all my niggas playin' D1. Daily checkin' chicken, he gon' spin it watchin' reruns. Niggas say they re- Oh, Freunde, schaut euch das an. Das Teil ist fertig. Da wird jetzt auch schon das nächste Teil gedruckt. Was das ist, werde ich euch noch nicht verraten. Sag ich euch später. Aber mit diesem Teil hier bin ich wirklich sehr zufrieden. Das hier ist übrigens das Schneemobil, werde ich euch gleich nochmal etwas genauer zeigen. Aber jetzt müssen wir erstmal den Sitz hier auswechseln. Wenn ich das jetzt daneben halte, da kann man schon mit dem bloßen Auge einen Unterschied erkennen. Und das sitzt hier halt schon echt locker drauf. Und wenn der neue Sitz jetzt drauf ist, da ist so gut wie gar kein Spiel mehr. Sieht jetzt halt blöd aus, weil der Sitz nur weiß ist und der Rest gelb. Aber das wird alles noch geändert. Das war nur so ein Prototyp. Druckdauer war übrigens eine Woche. Plus dann noch Aufbau. Also man hat noch die ganzen Teile gebraucht. Wie Motor, Regler, Akku natürlich auch. Die ganzen Schrauben, Dämpfer. Ich würde sagen, wir nehmen uns das jetzt. Gehen mal rüber. Lassen den 3D-Drucker hier weiter drucken und stören den nicht weiter. Ja, okay. Eigentlich stört er mich, weil er halt Geräusche macht. Wir haben die Räumlichkeiten gewechselt. Wir sind jetzt in der heiligen Halle von Andreas. Der macht einfach meinen XRT sauber. Der zerstört meine ganzen Erinnerungen, die ich da drauf gespritzt habe. Naja, ich erkläre euch jetzt einfach mal das Schneemobil. Falls ihr sehen wollt, wie das zusammengebaut wurde, Video dazu gibt es auf dem RC-Freunde-Bayerwald-Kanal. Link ist auch unten in der Beschreibung. Ach halt, bevor ich euch das zeige, zeige ich euch nochmal was anderes. Andreas hat da was ganz Feines. Schaut euch das Ding mal an. Das ist einfach eine Schneefräse. Hier, das lässt sich noch da oben drauf setzen und das Ding ist auch selbst gebaut, größtenteils 3D gedruckt. Wurde noch nie getestet. Falls ihr Lust habt, dass ich darüber auch mal ein Video mache, lasst einen Daumen hoch da. Und wenn das Video 20 Daumen hoch bekommt, da werde ich Andreas überreden, dass wir das Ding mal anschmeißen. Und wenn kein Schnee mehr liegt, ey, dann kaufe ich noch eine Schneemaschine und dann machen wir uns nochmal eigenen Schnee. Falls die Schneemaschine nicht 1 Million Euro kostet, dann wird das, glaube ich, nichts. Alles klar, kommen wir jetzt endlich zum Schneemobil. Also, das Ganze ist 3S-fähig. Der Akku, der wird dann einfach da reingeschoben, da dran gesteckt. Hier haben wir sogar einen Ein- und Ausschalter. Ansonsten, wie ihr sehen könnt, da wurden halt ein paar schöne Dämpfer verbaut. Das Ganze lässt sich natürlich auch lenken. Ist hier mit einer Traxxas-Funke verbunden. Und hier oben hat er halt die zwei Skier, sage ich jetzt mal. Und damit kann er halt lenken, wenn wir das Ganze jetzt umdrehen. Oh, geil. Trittbretter sind auch am Start.
Oh, fast abgebrochen. Spaß. Auf der Rückseite sieht das Ganze dann so aus. Da könnt ihr den Motor sehen. Ansonsten wird hier die Kette, die übrigens auch 3D gedruckt wurde, übelst geil. Die wird angetrieben durch diesen Riemen hier halt. So sieht das Ganze zerlegt aus. Und ansonsten hier haben wir auch nochmal ein paar Kettenteile. Also wird hier quasi an einem Stück gedruckt. Und dann wird es einfach mit so Pins zusammengesetzt. Und dann hat man eine richtig schöne Kette. Hier hinten ist auch nochmal ein Dämpfer verbaut, wie ihr sehen könnt. Also das Ding, das ist schon nicht übel. Ich bin mal gespannt, wie es sich fahren lässt. Hä? Ja. 3S ist auch ziemlich viel Power. Und sonst im Großen und Ganzen ist das Ding auch größer, als ich gedacht habe. Ich werde es gleich mal vor mich halten, aber der Andreas möchte noch was sagen. Der Prototyp fährt noch nicht so gut. Aber ihr habt ja jetzt einen neuen tollen Drucker. Ja, dann wird es Champions League. Ja, Mann! Hier, schaut euch das an. Maßstab 1:5. 1:6, ja, das ist schon echt groß. Was ist noch groß, Andreas? Mein Bauch. Ja, geil, echt geil. Geil, geil. Hau ihn ab! Wow, Freunde, vor 2 Tagen war hier noch alles voll mit Schnee und jetzt ist es schon am Abschmelzen. Nichtsdestotrotz können wir das Schneemobil jetzt auch ordentlich testen. Wir fixieren den Sitz mit Panzertape, damit wir den Sitz nicht verlieren. Es ist noch nicht vollendet. Es geht los. 3, 2, 1, let's go. Oh, ey. Ja, Andreas, weißt du, was geil ist? Wenn du jetzt was kaputt machst, ist es überhaupt nicht schlimm, es wird einfach neu gedruckt. Ja, genau. Und ich kann kein Rad verlieren. Ja. Oh. Oh, ach nee, was passiert? Oh oh, ist gebrochen? Ja, das ist ja bloß ein minderwertiges Material. Oh. Ne? Da müssen wir auf jeden Fall mit dem Creality Ender 5S1 nochmal nachdrucken. Also, das kann man ja so nicht fahren, Andreas. Ey. Was? Es ist der Prototyp, Alter. Der ist zum Fahren eigentlich nicht gedacht. Schau, der linke ist auch abgebrochen. Oh, bei dem muss man aus so ein, wie heißt das? TPU drucken. Ja. Das ist nur, keine Ahnung was. PLA. Und das müssen wir als TPU drucken, dass es ein bisschen flexibel bleibt, ne? Ja, da hast du recht. Ja. Ich würde sagen, wir packen mal die richtigen Fahrzeuge jetzt aus. Oh. Das ist richtig gut. Das ist gute Comedy, das ist genau das, was ich hier sehen will. Also Kinder, esst gesunde Sachen, denn der leichteste, der bricht nicht ein. Jawohl. Freunde, der XRT ist bereit mit Paddelreifen. Hier haben wir einen gefrorenen See, der nicht mehr so stark gefroren ist, aber egal. Ich habe keine Angst und ich bin mutig, deswegen mache ich gleich den Vortritt. 3, 2, 1, go. Also, man kann auch auf den See fahren, ist zwar ein bisschen nass und lässt sich schwer manövrieren. In der Mitte ist auch ein Loch, wie ich gerade gesehen habe. Ich zeige euch das gerade mal. Da ist es. Da haben wir auf jeden Fall nicht mehr so viel Eis. Also wenn man langsam da drauf fährt, kann es glaube ich sein, dass er halt untergeht. Also folgender Plan, Andreas will einen Stunt machen. Er nimmt von da ganz hinten Anlauf und will einfach hier dann aus dem See springen. Ich bin gespannt, was das wird. Ich bin bereit, wir können loslegen. Jawohl, da rollt er. Und wie er rollt. Und er nimmt Geschwindigkeit auf. Oh. Soll ich dir mal zeigen, wie das geht? Ja, mach mal. Voll Speed, Alter. Oh. Ich hab fast den Bunker da erwischt, ne? Ey, das war geil, Mann. Machen wir noch einen? Du noch einen, ich noch einen. Okay. Okay, du zuerst. Oder soll ich? Ne, mach du zuerst.
Das ist voll Leistung, das wird kein Sprung. Oh, das war nix. Freunde, ich habe so das Gefühl, meine Kamera ist kaputt. Also Freunde, das Schneemobil muss, glaube ich, noch verbessert werden. Ich brauche eine neue Kamera. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Link zum Drucker ist unten in der Beschreibung. Wir sehen uns. Peace.